Das ist ja zum Glück nicht übertrieben oder so. Weil, ja, so, so komische mageren, total abgespaceden Kreaturen passen immer gut zu zombie-apokalyptischen Szenarien. Wow, haben wir jetzt viel Geld. Krass. Ganz kann ich euch leider nicht vorlesen. Ihr werdet die Zahl wahrscheinlich besser erkennen. Ich kann es euch deswegen so schlecht vorlesen, weil da oben drüber die Fraps-Zahl steht. Ich sehe, dass wir 2.286.000 481 bei nach den ersten Zweien, also nach den ersten beiden Zweien, erkenne ich überhaupt nichts mehr. Au. Ah, deswegen, ich hab die rechte Maustaste gedrückt. So, und zum Schluss, denke ich, werden wir ihn noch einmal grillen. Ich glaube, das dürfte ihn nämlich, den Rest geben. So, doch um den guten Jungen zu grillen. So. Müssen wir noch ein allerletztes Mal den Strom aktivieren. Das Hornhelmhammerhams soll erschallen in der Klamm. Ein allerletztes Mal. Ei. Ist aktiviert. Oh, das habe ich selbst umgebracht. Okay, also für uns ist es ein absoluter One-Hit. So, jetzt könnte man sich theoretisch Pi mal Daumen ausrechnen, wie viel Leben denn dieses Vieh hat. Was du Arsch, ich mach dich jetzt einfach so fertig. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mach dich so fertig. Denn Leben haben wir ja eh noch genug. Also, ich meine so Bonusleben, ne? So. Pam. Das Monster ist gefallen. Pam. Okay. Achso, das ist jetzt unser Highscore. Alles klar. Ja, das war Zombie-Shooter. Ich würde schon fast sagen, Zombie Shooter 2, aber das stimmt ja gar nicht. Den werde ich definitiv auch noch let's playen. Das Spiel war sehr kurz. So im Großen und Ganzen hat es mir doch schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ihr wisst ja, ich mache ja eh noch ein extra Video dazu. Ich verabschiede mich von euch. Euer Lingier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.